Oh, Leute, was geht ab, Leute? Hier. Heute gibt's sehr wilde Burger. Strauß, Känguru, Bison, Krokodil. Mit Special Guest, Fan-Favorit. Was geht ab, Mann? Alles fit? Was bei dir? Schatz, man hat irgendwas von Jumbo Schreiner hier. War da offen da, oder? Ich hab von Ivania gehört, der soll nicht so cool sein. Ich hatte die direkt mit dem geilen Input. Was hast du gesagt? Ja, weil hier so tausend verschiedene Variationen gibt. Am besten immer ohne Käse, dann kann man einfach das Fleisch halt dann verschmecken. Okay, schaut mal, was da steht, Leute. Bison Burger. Der amerikanische Bison, so wie Rindfleisch ursprünglich schmecken soll. Reich an wichtigen Mineralstoffen und arm an Fett und Cholesterin. Stimmt das? Das stimmt schon, ja. Also, ich stelle mir schon Bison so als so ein krasses Tier vor, richtig viel Muskeln und so, wenig Fett. Ja, ja. Die laufen ja viel. Also ja, normalerweise, Bisons haben ja eigentlich, die sind ja auf der Weide, die laufen ja die ganze Zeit und so. Aber da soll es angeblich nicht mehr so viel geben, ich weiß es nicht. Oh mein Gott. Ja. Richtig saftig, dass wir den doch essen können. 10, 20 Jahre können wir den vielleicht nicht mehr essen. Kann schon sein, außer man tut den züchten. Krokodilburger, Leute. Krokodilfleisch ist geschmacklich völliges Neuland. Es erinnert an eine dezente Mischung aus Fisch und Geflügel. Das Fleisch ist hell und gehört mit einem Fettgehalt von 1,9% zu den mageren und cholesterinarmen Fleischsorten. Känguru. Der Geschmack des dunkelroten Kängurufleisches ist dezent bis angenehm würzig. Er ist vergleichbar mit dem Wildgeschmack des Rehs. Und Strauß. Das Aroma von Straußenfleisch ist mit dem Geschmack von Rindfleisch vergleichbar. Er ist vergleichsweise kalorien- und fettarm. Irgendwie sind die alle kalorien- und fettarm. Wenig Cholesterin und ist dabei reich an Protein. Es geht bei dir, Tati. Wann kommt dein Kampf? Alter, ich hoffe, inshallah im September. Aber wow, das ist ja bald. Ja, wäre schon bald. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt aus dem Urlaub zurück. Ich habe einmal trainiert bis jetzt. Ich bin so motivationslos gerade. Wow. Aber ich gehe heute Abend wahrscheinlich und morgen trainieren mit einem Kumpel und trainiere ein bisschen an der Isar. Aber ich will jetzt echt wieder Gas geben. Ich war gerade echt so Downphase. Ich weiß nicht warum. Ja. 2010. Von ProSieben und Jumbo Schreiner zum besten Burger ernannt, Leute. Das war aber vor 13 Jahren. Da kann sich viel entwickeln. Nee, ja, da hat sich einiges entwickelt. Es hat sich einiges entwickelt, aber trotzdem ist wie heißt der Burger nochmal in Berlin? Immer noch der beste Burger. Weißt du, ab safe, Mann. Obwohl du selber sagst, da hat sich so viel entwickelt. Ja, aber ich habe noch nichts Besseres gegessen bis jetzt, Mann. Ist echt so. Kann ich warten, ich muss essen. Der Hyper, was sagt der Hyper? Scheiß auf die EM, Mann, Leute. Das ist der Grund, warum wir hier sind, Mann. So, Leute. Känguru, Krokodil, ich glaube Bison, Strauß. Weißt du noch, wie man Thumbnails macht? Machen wir mal das Bison als erstes, damit es noch schön warm ist, oder? Das soll das Beste sein. Ein kritischer Blick. Schauen wir mal. Was mir auffällt, die sind relativ clean. So schön, nichts da drauf, nicht so. Es gibt ja Burger, die sind so richtig. Da läuft die ganze Soße raus und dann der ganze Saft. Schmeckt ein bisschen nach Big Mac. Was sagst du zum Burger? Also er ist schon lecker. Brot weich. Soße vielleicht ein bisschen zu wenig. Beim Fleisch merkt man schon den Unterschied zwischen Beef und Bison. Hat einfach weniger Fett. Merkt man sofort. Mhm. Aber macht es auch irgendwie ein bisschen trocken, oder? Mhm. Das ist ja dann immer das Problem bei so einem Fleisch. Mhm. Mit wenig Fett, dass du einfach, dass es einfach trocken ist. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich sagen, lieber ein Beef Burger. Känguru. Die Dinger ist richtig teuer im Haus. Denke
Also auf Känguru bin ich echt gespannt. Danke. Mhm. Ich Ruhe gehe ich Mittag immer noch Mittagessen. Ja. Geschmacklich merkt man auf jeden Fall einen Unterschied. Oh, okay. Also wirklich, das merkst du gleich, wenn du nur das Fleisch isst. Heute im Mittag, aber auch Gemüse, auch trocken, weil es einfach wenig Fett hat, dieses Fleisch. Ja. Das ist halt das Problem. Aber von der vom eigenen Geschmack her auf jeden Fall anders. Das wird auf jeden Fall anders, ja. Schmeckt auch noch, ne? Muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob du mir taugst. Schmeckt ein bisschen nach Fisch, oder? Strauß-Burger. Aber Strauß ist ja eigentlich ein Vogel. Ja. Es ist ein Geflügel. Also, also müsste es eigentlich wie Chicken sein. Also eigentlich, ja. Eigentlich, ja. Eigentlich. Aber es sieht aus wie Beef. Das ist richtig. Es ist ein dunkles Fleisch. Also Strauß kenne ich an sich auch schon. Ah, okay. Ist ein sehr dunkles Fleisch. Kann man aber auch sogar, muss man nicht durchbraten wie beim Geflügel oder so. Oh, okay. Kann man auch Medium braten zum Beispiel. Oder sollte man sogar eigentlich machen. Oh, krass, okay. Genau. Jetzt bin ich mal gespannt. Wenn man dunkles Fleisch isst, hat es einen ganz leichten Eigengeschmack. Erinnert aber auch ein bisschen an Beef. Und da auch wieder relativ ein Strauß, wir wissen es ja, sind ja eigentlich Laufvögel, ne? Sehr muskulös auch, wenig Fett. Ist halt immer sehr schwierig, ne? Bei sowas. Sehr fest auch. Der hat schon einen eigenen Geschmack auch, ja, aber ähnelt dem Beef auf jeden Fall. Aber du merkst so ein bisschen Unterschied auf jeden Fall. Ja, genau. Das sehe ich schon sehr kritisch hier. Kritisch? Ja. Warum das? Brot, relativ dick, viele Beilagen und das Fleisch ist relativ dünn, also sehr dünn. Also im Gegensatz zu den anderen, schon wirklich sehr, sehr dünn. Ja. Und da ist halt... Also beim Burger musst du schon. Schmeckt auch anders, auf jeden Fall. Erinnert ein bisschen an Geflügel, ja. Könnte auch Geflügel sein. Geflügelburger. Probiert. Der Tasche sagt, das könnte auch ein Geflügelburger sein. Der geht voll unter hier, unter dem. Das ist so wenig Fleisch. Also alleine schmeckst du echt. Wenn du jetzt nur das hier nimmst. Ich weiß wirklich, was das ist. Die entscheidende Frage. Kann irgendwas von den vier einen super saftigen Beefburger ablösen? Nein. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant. Besonders dieser eine hier, dieser, was war das? Känguru, glaube ich. Der war wirklich geschmacklich ganz anders. Also dunkles Fleisch auf und so. Aber hat ein bisschen nach Fisch geschmeckt. Bison ist Bison. Aber dieser Beefburger hat einfach Fett und so. Das ist einfach viel saftiger. Nee. Also ich würde echt beim klassischen Beefburger bleiben, ganz ehrlich. Ja.
Und vielleicht hier auch mal vielleicht gucken, dass man sagt, man tut die jetzt nicht durchbraten, ja, sondern ein bisschen. Aber was, wenn die Werte so krass sind, weil das ist ja Kampftraining und so, was, wenn die Werte so krass sind, dass man sagt, hey. Nee, die Werte hole ich mir davor woanders. Es geht auch um den Geschmack einfach, weißt du? Man braucht ja auch klar. Geschmack. Und Fett ist einfach Geschmacksträger, ist halt ist, einfach so, ja. Ist ja so, ja. Beilagen, echt. Weißt du, wie man uns nennt? Das goldene Foto von der Katze. Was sagst du zur Größe der Burger? Weil zwei so fette Burger an sich ist, klingt schon viel. Aber wenn ich jetzt wollen würde, würde ich die noch verdrücken können. Also die waren schon gar nicht so mächtig, wie man meinen würde. Nee, die waren okay von der Größe, auf jeden Fall. Und zwei schafft man auf jeden Fall, aber mit einer Beilage dann noch. Ja, da bist du also, aber richtig kurz satt. Ja. Hat überlegt, Koch- und Rezeptvideos rauszuholen, Leute, aber ihm fällt der erste Schritt schwer. Ja, Mann. Schreibt unten in den Kommentaren, ob ihr seine Videos schauen würdet, ob ihr das feiern würdet. Safe würden die. Die schauen auf Nikos Videos und so. Ja, Mann. Die supporten, die sind krass. Kuss geht raus an die Community. Wer weiß, irgendwann mal. Leute, das sind Klimakleber! Zum ersten Mal sehe ich welche live! Nicht dir in Ernst, oder? Ich hab heute welche gesehen an der Donnersberger Brücke. Ja. Ja, ich musste außen rum, weil ich musste was liefern, ich musste außen rumlaufen, fahren und jetzt schon wieder. Danke dir für deinen Gastauftritt. Sehr gerne, immer wieder gerne. So Leute, das war's von mir und Spezialgast Tati. Burger waren interessant, Kuss geht raus an Maistolz Burger. Die Pommes, also alle Kartoffelgerichte waren sehr gut. Sogar Süßkartoffel, obwohl mir Süßkartoffel gar nicht taugt. Ich beende das Video, weil mir es heiß und dann kann ich wieder das hier anmachen. Das war's von mir, wie immer, liken, subscribe, kommentieren, check die Videos ab, folgt mir gerne auf Instagram, investiert in Bitcoin, DeFi, Crow, Crypto Cash, Login, jeden Tag tracken, serious business und ciao.